Ja, da ist er schon wieder. Personal Trainer Karlsruhe Andreas Triebacher, bekannt auch als Mr. T. Mit, genau, Teil 3 zum Thema Burnout Prävention. Freunde, neue Zugeschaltete, die erst jetzt zuschauen, aus Zufall auf meinen Kanal gekommen seid. Ihr müsst euch den Einstiegsanteil anschauen, dann Teil 1, dann Teil 2 und dann folgt Teil 3. Nur so habt ihr einen roten Faden und könnt das Ganze in Angriff nehmen. Wichtig, wir sind heute bei Teil 3, wir sind wieder in der Burnout-Prävention. Ich schreibe diesen Namen sehr gerne hin. Burnout-Prävention. So, Freunde, da sind wir bei der Burnout-Prävention, Teil 3. Ich habe im ersten Teil euch was gesagt, dass es so drei Grundfundamente gibt. Diese Erfahrung ist einfach meine Erfahrung, die ich mit mir und all meinen Kunden gemacht habe, die schon eine präventive Beratung erhalten haben zu diesem Thema. Und, Achtung, das ist die 3. So, und wer von euch erratet die Nummer 3? Was ganz Wichtiges, was Fundamentales, was Ursprüngliches, was ganz Wichtiges. Genau. Das Thema Schlafen. Tja, der ein oder andere von euch denkt jetzt schon drüber nach, oh ja, stimmt, das Thema Schlafen war bei mir schon immer spannend. Es war bei mir schon immer spannend, weil ich nicht so gut schlafe, wie ich mir das vorstelle. Es gibt eigentlich Diskussionen darüber, 5 Stunden sind ausreichend, 6 Stunden sind ausreichend, wie tief der Tiefschlaf ist, man kann den Schlaf kompensieren. Da gibt es ganz, ganz viele Studien drüber. Habe ich alle durch. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kommt das kleine Aber, nichtsdestotrotz sind es meine eigenen Erfahrungen. Und alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die mit einem Burnout konfrontiert waren, die hatten alle Schlafprobleme. Durch die Reihe. Wie ein roter Faden Schlafprobleme. Da geht es nicht darum, Schlafprobleme, dass man nicht nur zu wenig schläft, sondern wenn sie ins Bett liegen, dass sie erstens mal nicht in den Schlaf kommen und zweitens, dass sie immer wieder zwischendurch aufwachen. Deswegen für mich hier auch wieder geniale Erfahrung von mir selber, von allen meinen Kunden. Achte darauf, dass du in einen guten Schlaf kommst. Und dafür kann man sorgen. Dafür gibt es ganz, ganz wichtige, fundamentale Verhaltensweise. Schaut mal, wir Menschen, wir ticken ja immer noch so wie der Ursprungsmensch. Das heißt, unsere Gene, die rennen zum Teil noch im Wald rum und schlagen sich gegenseitig die Keule auf den Kopf. So, aber was machen wir? Der Ursprungsmensch, wenn es draußen dunkel wurde, hat er sich langsam aber sicher auf Schlafen vorbereitet. Unser ganzer Biorhythmus, der ist doch im Grundsatz so veranlagt. Klar gibt es natürlich die sogenannten Frühmenschen, Spätmenschen, das könnt ihr alles, da habt ihr alles schon gehört. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein gewisses Grundmuster. So, das bedeutet, dass wenn es dunkel wird, dass wir langsam uns auf Schlafen vorbereiten sollten, damit wir in einen tiefen und gesunden Schlaf kommen. Und wer weiß es nicht? Umso, also wer kennt es nicht? Wenn man zu wenig geschlafen hat, ist man da belastbar. In der Regel nicht so besonders gut. Vor allem braucht man morgens 2-3 Stunden, bis man überhaupt erstmal in Fahrt kommt, bis man die alte Leistung hat. Wenn man dann noch keine alte Leistung hat, dann ist man unzufrieden. Wenn man unzufrieden ist, setzt man sich unter Druck, dann schiebt man es vor sich her und dann muss man auf einmal, weil morgens 3 Stunden fehlen, bis zu 4, wo man nicht richtig arbeiten konnte, muss man das nachmittags, abends nachholen, wenn man eine gewisse Leistung erbringen möchte. Was passiert? Man arbeitet dann bis in die Nacht hinein. So, das sind alles so Faktoren, die tragen dazu bei, dass man nicht gut schläft. Nächster Fakt, das Thema Digitalisierung, Reize, Freunde. Wie oft erlebe ich es, dass gerade Menschen, die im Schlaf Probleme haben, wann machst du dein Handy aus? Kurz bevor du ins Bett gehst. Was machst du, bevor du ins Bett gehst? Handy, Fernseher, spannende Sendung, Rechner, Surfen, E-Mails beantworten, Freunde. Wir müssen uns ja nicht wundern, dass es nicht funktioniert im Schlaf, wenn wir solche Faktoren
nicht beachten. Tja, deswegen, ganz wichtiges Stichwort jetzt, zum guten Schlaf zu kommen, Reizarmut. Reizarmut. Das heißt, guter Tipp von mir, 2 Stunden bevor du ins Bett gehst, Finger weg vom Handy, Finger weg vom Rechner, Finger weg von spannenden Sendungen. Nehmt ein entspanntes Buch, lest ein Buch, bereitet euch auf den Schlaf vor, geht raus in die frische Luft, geht spazieren, halbe Stunde Abendspaziergang, ganz entspannt, ohne sportlichen Wettbewerb. So, der eine oder andere sagt, aber ich kann doch schlafen. Hier geht es um Prävention. Also, wenn es dann mal zu spät ist und man kann schon nicht mehr schlafen, dann ist schon die rote Karte da. Und medizinisch bewiesen, der Körper reagiert erst ab 70% Verlust der Leistung, auch in den Organen, reagiert er mit der roten Karte. So, und die rote Karte, nicht schlafen zu können, die finde ich als besonders droht. Warum? Weil wir uns im Schlaf regenerieren, im Tiefschlaf. Wenn wir keinen guten Schlaf haben, entstehen dadurch ganz viele Krankheitsbilder. Deswegen, Freunde, achtet darauf, dass ihr guten Schlaf kommt, achtet, dass ihr einen gesunden Schlaf habt, sorgt dafür, dass euer Schlafumfeld vom Bett über das Klima im Zimmer alles angepasst ist, damit ihr euch nachts regenerieren könnt. Damit ihr am nächsten Tag stabil seid und resistent gegen alle Anforderungen von außen. Das war's schon wieder. Teil 3. Burnout-Prävention. Der gesunde Schlaf. Bis bald zum Teil 4. Bei Mr. T aus Karlsruhe, Personal Trainer Andreas Wien.